Hallöchen, meine Lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Days by Gone. Der Sound ist gerade ultra episch. Hat das Game ein Update bekommen oder so? Holy shit, warum ist das so gut? Hört ihr das? Das habt ihr noch nie gehabt, oder? Eieieiei. Okay. Ich habe jetzt tatsächlich, wie lange habe ich denn gespielt? Days by Gone. Oh, es waren sogar nur 2 Tage. Das sind wirklich 2 Tage gewesen. Genau. Und ich habe ziemlich viel gefarmt. Wir sind jetzt bei Tag 1436 angekommen. Der ist sonst so schön, das mache ich ein bisschen lauter mal. Ist richtig hübsch. Wollen wir nur nicht kämpfen, sonst ballert uns die Ohren weg. Wir haben 43.000 Knochen, die werden wir später mal raushauen, denke ich. Wobei, ne, müssen wir tatsächlich jetzt raushauen. Wir nehmen die Kampagnentage erstmal mit. Boah, das war wieder zu laut. Haben wir gerade 20 Gems für bekommen. Und wir haben schon 1000-mal Leviathan gekillt. Ach ja, stimmt, das wollte ich machen. Na, hat uns ein paar Gems gebaut. Nicht wenig, muss man sagen. Na, damit kann ich mir wieder neue Slots kaufen, um Leviathan weiter abfahren zu können. Denn er bringt nämlich ultra viel Geld. Ne? Wir sind jetzt mit Devastation, sind wir schon bei 268 oder 2,68%. Das sind wir insgesamt 8,4%. Das ist schon wirklich eine richtig fette Hausnummer, finde ich, im Vergleich zu damals. Wir haben 20.000 Bosse gekillt, weil Leviathan alle diese kleinen Mobs, die er beschwört, Bosse sind scheinbar. 10 Millionen Projektile haben gekrittet, 500 Kisten bekommen, 900 Tickets bekommen und 100.000 Fossile gefarmt. Plus 84 Quests erledigt. Habe ich die Quests heute schon erledigt? Ja, habe ich schon. Okay, wird bald das resettet. Ja, Gilde immer noch voll. Ich mache natürlich, also falls Gilde gerade voll sein sollte, macht euch nichts draus. Ich werde hin und wieder die Leute, die halt wahrscheinlich, ne, hier so der FGD137, der ist so kurz davor gekickt zu werden, weil er 3 Tage lang nicht online war. Leider gibt es ja keine Sortierungsfunktion nach letzter Online-Dingensen, aber egal. So, was haben wir? Ich habe Clarissa bekommen. Und zwar habe ich sie bekommen durch... Weiß gar nicht genau. Nee, hat man vorher schon bekommen. Ich glaube, ich habe eine Clarissa noch bekommen durch ein Free-Ticket. Das kann sein. Ansonsten war hier nicht großartig. Was ich aber gemacht habe, ich habe auf jeden Fall den Rüstungs-Dude Kane hier, die Ketten-Dude Kane rausgehauen, weil seine Ketten immer meine, die Genazone herangezogen haben, damit die einfach zu schnell an meiner Base waren. Dafür habe ich jetzt reingemacht. Den Garb haben wir auf dem Nocken und wir haben David. Absolute Zero. Das heißt, der castet immer wieder regelmäßig einen Blizzard und kann dadurch automatisch alle einfrieren. Was ich sehr, sehr cool finde. So, was haben wir hier noch Schönes? Critical Chance nochmal. Ich habe die gelockt. Was wir machen können, ist nämlich, ich habe eine Rüstung. Weiß gar nicht, ob wir es gemacht hatten, letztes Mal schon gemacht hatten. Eine Oriental Arm habe ich gefunden mit Critical Chance. Mit Health Regeneration Critical Chance nochmal hier drauf. Was mich stört, ist die lächerlichen Lebenspunkte. Ich würde stattdessen gerne was anderes machen. Deswegen habe ich noch ein paar andere. Zum Mana, okay, das lohnt sich ja tatsächlich nicht, ne? Also, this is crap. Hau ab damit. Hau ab. Tschüss. Hau ab. Weg damit. So, hau ab. Okay, vergiss, was ich getan habe. Ich habe nichts getan. Was wir machen können, ist auf jeden Fall die auf Maximumstufe zu bringen. 498,2%, 109,1%, 1600 für den letzten. Das sind 1,2% Dodge-Rate. Ist nicht verkehrt tatsächlich. Wir werden die Scrolls aber, wie ich damals schon sagte, nicht für T1 benutzen. Die werden wir maximal für T10 benutzen. Ich habe jetzt eine gute Health Regeneration, 120% Crit-Chance dazu, 22% Crit-Chance hier nochmal dazu, 14 Leben, 1,2% Dodge-Chance. Was ich tatsächlich nicht schlecht finde, ist nämlich ähnlich wie hier. Die können wir nämlich gleich mal verkaufen. So, die ist angelegt, Ich farm die trotzdem hin und wieder trotzdem noch weiter. Die werden einfach um Gold zu farmen, ne? Die Tage ist ein bisschen schwieriger. Aber wir können mal gucken. 9,27% von 8% gerade auf 9,27 ist schon echt heftig, ne? Muss man schon sagen. Okay, was haben wir sonst noch so? Was können wir machen? Ich habe, genau, neue Rüstung, Def hoch. Ich habe damals mal, ne, wir sind da auf 268 mittlerweile, ich habe damals mal über einen Tag, also über 24 Stunden lang, den Dungeon farmen lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich seitdem eine Folge aufgenommen hatte, kann sein. Vielleicht habe ich es auch schon erwähnt gehabt. Und habe 2,4 T Gold gehabt, das ist schon echt viel, muss man sagen. Also einfach mal das 20-fache davon, ne. Und ja, hab damit halt ziemlich viel Def hochpushen können. Können wir theoretisch hier auch mal. Ich meine, für 1000 Keys 2,71 B Gold, das ist schon echt viel, muss man sagen. Bin dann aber auch doch wieder geizig. Was wir mal machen könnten ist, weiß nicht, wollen wir eine neue Crate raushauen? Ich meine, wir sind jetzt bei Tag 1400, das ist nicht wenig. Und ich meine, wir kriegen so viele Crates. Alle 5 Level kriegen wir eh Crates. Bis zu 20.000. Wir können aber B rechnen. 20.000 minus 1436.
durch 5. Das heißt, wir kriegen einfach noch 3700 Crates bis Tag Nummer 20. Was schon echt viel ist, ne? Also kann man ruhig mal so eine Crate gönnen hin und wieder. Machen wir einen Golden Spin. Let's go. Vielleicht kriege ich noch eine neue Waffe, wobei Mjölnir, glaube ich, nicht ersetzt werden kann. Vielleicht kriege ich noch bessere Mjölnir. Ah, die Minigun, schade aber auch. Die ist nicht so schön. Macht zwar viel mehr Schaden, aber ich brauche halt die Crit-Chance. Ne? Der Damage ist halt nicht so relevant. Lass uns, weil ich heute gut drauf bin, noch einen Golden Spin machen. Das reicht dann aber, glaube ich, erstmal. Komm, nochmal Mjölnir. Mjölnir. Ah, wie gut ich einfach nur bin. Mann, bin ich ein geiler Typ. Ja, einfach mal 7 Millionen Schaden dazu. Let's go. Von 19,43B auf... Ja, ist okay. Ja, moin. Einfach mal das, einfach mal 900% Schaden dazu bekommen. Gut, dann werden wir den anderen Mjölnir verkaufen. Für 8 Rubine. Genauso wie die Minigun, die können wir verkaufen. Für 8 Rubine, weil wir haben bessere Miniguns. Und ja, wir haben noch genug Slots. Ich denke, ich werde... Na, wir können... Lass uns mal eine kaufen. Lass uns schon mal eins kaufen für später. Nicht schlecht. Finde ich gut. Wir hatten zwar noch mehr Damage, aber die Crit-Chance ist halt super wichtig, ne? Wow, okay. Also, ich hatte nämlich hin und wieder mal Bosse gehabt, die ich nicht one-hitten konnte. Ich mach's gleich ein bisschen leiser. Oh, ist gar nicht so laut. Hin und wieder Bosse, die ich nicht one-hitten konnte. Zum Beispiel dieses Riesenskelett. Da muss ich tatsächlich immer wieder den Gegner zurückstoßen. Und, ja. Jetzt, denke ich mal, sollten wir nicht so ein großes Problem haben. Vielleicht killen wir die Gegner auch One-Hit jetzt, wenn wir nur kritten, weißt du? Weil ich meine, viele Gegner fallen schon um, wenn ich sie nur kritte und nicht devastate. Ihr seht, wie hoch die Crit-Chance ist und wie einfach ich vorankomme. Also, schon sehr, sehr angenehm. Deswegen komme ich auch in den Tagen derzeit bald auf 1500. Können dann also bald den nächsten Boss hunten, um dort ein weiteres Item zu bekommen. Um dann noch Beste zu bekommen. Was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, der Mjölnir hat auf jeden Fall einen toten Winkel. Und zwar hier unten. Ne? Hier unten, seht ihr das? Hier unten. Wenn ein Gegner da ist, kann er ihn nicht angreifen. Gerade so ein kleiner Drache. Ne? Also, holy shit, bin ich gerade einfach durchgekommen. Holy shit, ich werde einfach durchlaufen. Was ich allerdings noch machen möchte, ist natürlich gerne die Knochen verkaufen. Allerdings eintauschen. Ne? Eintauschen und verkaufen und Dingensen. Allerdings habe ich dafür gerade keine Lust, muss ich gestehen. Bin ich gerade etwas faul. Genau, dann werden wir bald die V4i machen, also V-I-I-I-I und dann haben wir noch VV. Nee, X war es dann, nicht VV. X ist es dann. Dann sind wir schon bei 10. Genau, die Crit-Chance aber weiter höher treiben. Ich werde es tatsächlich demnächst machen. Was ich auf jeden Fall auch noch wichtig finde, ist, gerade wenn ich hunte, einfach... Oh, nicht sellen. Habe ich eh nichts. Die Slots noch weiter höher machen. Ich habe jetzt 50 Gems, kostet es halt. Das ist nicht wenig tatsächlich. Wir machen mal auf 100. 100 ist, glaube ich, auch das Maximum. Mehr brauche ich hier erstmal nicht. Ich glaube, ich habe sowieso viel. Das hier alles schon? Ah, eins fehlt sogar noch. Einer fehlt noch. 100 Slots sind wirklich viel. Ich glaube, mehr werden wir auch nicht mehr machen. Den Rest werde ich jetzt wahrscheinlich in die nächste Damage Wall reinpacken. Bei Tag 1500 Aquamarin. Und später haben wir noch Elixier. Wobei ich derzeit echt wenig rewinde, muss ich sagen. Weil es einfach unglaublich ätzend ist, wieder hochzukommen. Aber es bringt viel Gold, muss man sagen. Dann werden es mittlerweile unseren Hard Labor auf 162.000. Und können bald... Oh, stimmt, 1460 können wir den neuen Tag machen. Nice, stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Und ja, das war auf jeden Fall der kleine Fortschritt. Wir können gleich meinetwegen... Ich schneide den zweiten Part noch ran. Ich werde die Knochen verkaufen. Und so lange merchen, dass wir einfach eine neue Rune bekommen. Und dann schauen wir mal, wie viel Crit-Chance wir dann dazu bekommen. Na, damit wir hier schön 9,27%. 30% ist natürlich unser... Aber wir werden jetzt mal mit Tagen weitermachen, weißt du? Ich werde jetzt weitermachen, soweit es geht. Und wenn ich nicht weiterkomme, dann rewinden oder halt Bosse hunten. Hier natürlich Gems abgreifen, ist klar. Und ja, ich würde sagen, den zweiten Part schneide ich gleich noch hinten dran. Sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis gleich. Nach 4 Tagen haben wir den zweiten... Ich habe viele Knochen gefarmt, aber nicht so viel gemerged. Ich habe immer noch 25.000. Ich habe gerade erst schon mal 25.000 Knochen gekauft. Das ist einfach ultra viel. Ne? Also da muss man so viel klicken. Ich überlege einfach, die Ruhmplätze nochmal zu erweitern. Aber 50 Gems ist schon echt teuer. Wir haben auf jeden Fall diese Runen, die wir jetzt verbessern können. Von 114 auf 143% Crit-Chance. Das ist schon viel. EX sind wir jetzt, ne?
Müssen also uns einen 10er. Wir haben auch eine Great Blank Rune. VII, stimmt, IX ist es dann. Na, 1, also auf der 9 ist es gerade. Und ja, die werden wir dann wahrscheinlich auch demnächst verbessern, dass wir dann noch die X-Rune machen können. Und mit der X-Rune können wir dann hoffentlich, naja, hier irgendwas Zweites noch freischalten, weißt du? Dass wir irgendwie was Einfaches machen können. 143% Crit-Chance. Mittlerweile, ihr seht, der Devastation auf 409. Beim letzten Mal waren wir noch bei 268 gewesen, also 140 Stufen dazu. Ist schon nicht wenig. Und sind wir jetzt bei 15,3% Chance. Genau, das gucken wir uns im Vergleich in der nächsten Folge noch an. An der Stelle kurz einen kleinen Cut. Wie gesagt, eigentlich wollte ich ja nur die Crit-Chance nochmal erhöhen mit der Rune. Und wir sehen uns in der nächsten Folge davon. Days by Gone. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, Leute. Ciao, ciao.